Wieder einmal bietet Wolfgang Kubicki seines Zeichens Bundestagsvizepräsident und Liebhaber deftiger Worte, Stichwort kleine Kanalratte. Kubicki, natürlich nicht Kubicki, aber Kubicki hat es gesagt zu Erdogan, zu einem ausländischen Staatsoberhaupt. Das war in Deutschland normal. Deshalb nenne ich ihn auch gerne meine kleine Kanalratte Kubicki. Gleich wieder ein Filmchen, wie er sich aufführt im Deutschen Bundestag als Bundestagsvizepräsident. Testosteron gesteuert, kein Wunder. Er sitzt in der FDP zwischen allen Stühlen und hat in seinem Leben ja auch, ja, ich glaube, noch weniger erreicht als ich. Jedenfalls lebt er seine Macht. Er liebt seine Macht als Bundestagsvizepräsident und droht mir alle 2, 3 Stunden ungefähr, also jede Sitzungswoche mehrfach mit dem Rausschmiss aus dem Plenarsaal. Was ist diesmal der konkrete Anlass? Es ist völlig nichtig. Wir haben eine Aktuelle Stunde. Der Bundeswirtschaftsminister ist Gegenstand der Aktuellen Stunde, der Clan im Bundeswirtschaftsministerium. Der Bundeswirtschaftsminister verlässt nach einer halben Stunde die Aktuelle Stunde. Ich melde mich als Geschäftsordnungsbeitrag für einen Geschäftsordnungsbeitrag zu Wort und möchte die Herbeirufung des Bundesministers Habeck beantragen. Kubicki ignoriert das erst. Dann versteht er nicht, was er will. Ich erkläre ihm, was ich will. Dann lässt er abstimmen. Er vergisst, die Enthaltungen abzufragen. Gibt das Ergebnis nicht bekannt. Dann werfe ich ein, das hört man im Film nicht so deutlich, aber ich frage, was ist denn mit den Enthaltungen? Und dann flippt Kubicki aus. Seht selber, was danach passiert. Er will mich wieder aus dem Plenarsaal werfen. Am Ende schneiden wir dann nochmal ein, wie er einige Minuten später seinen Fehler von selber erkennt und dann die Enthaltungen mitteilt. Das hätte er auch einfacher haben können. Er hätte einfach auf mich hören müssen. Und es ist völlig unersichtlich, warum Kubicki sich so aufregt. Aber er produziert sich halt gerne. Er ist auch in dem Alter, sage ich mal, wo er wahrscheinlich keine große Freude mehr hat. Und das lebt er dann hier im Plenarsaal aus. Lassen wir ihm seinen Spaß. Die Geschäftsordnung gibt ihm die Möglichkeiten. Aber letztendlich wird er damit keinen Erfolg haben. Herr Kollege Wander, ich weiß nicht, was Sie in der aktuellen Stunde in der Geschäftsordnung wollen. Ihnen gerne. Ich möchte die Herbeirufung des Bundeswirtschaftsministers nach Artikel 43 des Grundgesetzes und 42 der Geschäftsordnung beantragen. Der hat die halbe aktuelle Stunde jetzt hier ausgehalten und hat fluchtartig den Raum verlassen. Herr also soweit kann habe er nicht sein. Verstanden. Ich lasse das Haus darüber abstimmen, ob die Ich stelle deshalb den entsprechenden Antrag. Ja, ich lasse das Haus darüber abstimmen, ob die Herbeirufung des Bundeswirtschaftsministers gewünscht wird. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Das ist eindeutig die Mehrheit, Herr Kollege Brandner. Sie haben bedauerlicherweise mit Ihrem Antrag keinen Erfolg. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Esra Limbacher. Herr Kollege Brandner, noch einmal, wenn Sie weiter meine Sitzungsleitung beanstanden, dann verweise ich dieses Saales. Wir können dieses Spiel wirklich betreiben. Jedes Mal versuchen Sie mit Ihrer Provokation, mich aus der Reserve zu locken. Das würde nicht gelingen. Aber ich habe die Möglichkeit, wirklich wegen der dauernden Missachtung meiner Sitzungsleitung Sie des Saales zu verweisen. Legen Sie es wirklich nicht darauf an. Nächste Rednerin. Ich muss noch eine geschäftsleitende Mitteilung machen. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat mich darauf hingewiesen, dass sie sich bei der vormaligen Abstimmung über die Herbeizitierung des Bundeswirtschaftsministers enthalten hätte, wenn ich sie abgefragt hätte. Es hätte allerdings an den Mehrheitsverhältnissen nichts geändert.